Jetzt aber, oder? Ein bisschen was habe ich Soll ich? Kann ich irgendwas machen? Und wenn ja, wie? Ich glaube, du hast gar kein Geld, oder? Wo sehe ich denn das? Wenn du Leertaste drückst, dass du auf den Bildschirm kommst, ne? Ja. Kannst du den Pfeil nach rechts gehen, da bist du dann im Shop. Ich habe 29 Dollar. Das ist cute. Da kommst du aber leider nicht weit mit. Also ich habe alles da drin anscheinend, was ich kaufen könnte. Aber sowas wie Zunder, Streichhölzer. Ich kann nicht alles noch gar nicht kaufen. Geisterbox. Schwarzlicht. Das ist schon drin alles. Bei mir steht das nämlich nicht. Ach, das ist komisch mit dem Mist. Ja. Also bei mir ist alles drin zumindest. Ah, Feuerlicht. Zumindest alles drin, was wir. Feuerlicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann habe ich auch alles reingepackt. Stativ gibt's noch nicht. Bewegungssensor haben wir, also von mir aus können wir loslegen. Alles klar. Bereit. Jetzt riecht unsere ganze Wohnung nach Knoblauch. Boah, fantastisch. Was gibt es? Mein Mann hat gerade eine Pizza in den Ofen geworfen mit ganz viel Sucuk drauf. Oh. Ich esse eine Mozartkugel. Mm, guten. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. So, ich habe Bewegungssensor, Taschenlampe und Temperatur. Ein Thermometer, ein Temperaturgerät, genau. Okay, ich habe eine Taschenlampe und ein Notizbuch. Flauschi, magst du vielleicht so eine Cam hier mitnehmen? Das hier oben? So? Ja, genau. Wenn du das ausrüstest, gleich draußen, klappt sich draußen so ein Seitenfenster auf. Mhm. Und mit Rechtsklick kannst du auf Nachtsicht umschalten. Weil manche Geister haben dann so eine kleine Kugel, so ein Orb sozusagen, der sich dann ganz sachte durchs Bild bewegt. Ich weiß, was ein Orb ist. Achso, warum erzähl ich dir das? Ein Staubkorn, was man mit der Kamera angeleuchtet hat. Richtig. Ich hab manchmal ganz viele Orbs hier rumfliegen. Oh. Hallo Geist. Ich habe eine Wirbelsäule. Mm. Oh, warte, ich hol ein Futterparat. Ja, Knoblauch ist 10. Ich habe die Aufgaben gar nicht gesehen. Was müssen wir denn erfüllen? Ich weiß nicht, dass ich Knoblauch in der Nase einschlafen möchte. Müssen wir mal einmal hier. Ich glaube, ich leg das Notizbuch nochmal weg und nehme. Zeichne ein paranormales Geräusch auf dem Baum und gucke noch. Komme dem Geist während einer Jagd. Schieße ein Foto. Ja. Ich habe ein Fotoapparat. Ich rieche nicht viel, ne? Durch den Schnupfen. Aber den Knoblauch, den rieche ich. Ist doch sehr gesund. Hier ist die in der Badewanne. So, mal gucken, ob das gezählt hat. Beweise, Fotos. Ich bin auch der Meinung, dass wir eventuell sogar einen Badezimmergeist haben, weil der hat die Tür vor ein bisschen bewegt und die Temperatur geht hier gerade runter. Bist du hier? Hallo? Ich lass das mal so rauschen. Was war das? Lass das mal hier rauschig im Waschbecken liegen. Vielleicht spricht er ja irgendwann mit uns. Hören wir das dann unterwegs? Ja, das hört man schon ein bisschen. Meine ich. Ich guck mal immer mal mit allen oder mit einem. Ist das ein verfluchter Spiegel hier? Oh, der reagiert nur auf Einzelpersonen.
Person. Also muss einer allein im Bad sein, wenn das versucht, mit ihm zu sprechen. Oh, ich habe gerade jemand, okay, der vor meiner Tür Krach macht. Sekunde. Peri, hier ist so ein Schrank beim Spiegel, der nicht reflektiert. Ist das denn auch so einer? Spiegel beim Schrank? Sie hat ja, einen Badezimmerspiegel. Nee, aber ihr seid an ihm vorbeigegangen, an dem Verfluchten. Ich habe ihn im Augenwinkel gesehen. Soll ich ihn mal abnehmen? Kannst du machen? Jetzt was hin. Halt, warte. Warte, habe ich das? Zählt das? Ja, okay, du kannst. Miezekatze, lässt du mich mal bitte? Ich muss hier reingucken. Eine Heizung. Ich glaube, das ist das Bad, oder? Fliesenheizung. Ja, das ist das Bad. Ja, ist ja eine Badewanne. Ah, so, und jetzt hier? Geh weg, ja. Was los, Schatzi? Willst du auf dem Schoß? Komm mal hier. Ja. Wie alt bist du? Hast du Lust, mit mir zu reden? Nein. Nein. Was? Ich möchte jetzt nicht duschen. Vielen Dank. Miezekatze, ich kann jetzt nicht mit dir kuscheln. Aua. Hallo. Das Spiel wäre viel gruseliger, wenn man nur mit dieser Kamera, vielleicht einen Tacken größer, mit Schwarzlicht laufen müsste. Was steht denn hier? Das Licht ist aus, ihr seid nicht tot, ne? Nein, nein. Hier steht an einer Wand geschrieben, aus wässrigem Grab an stillsten Ort, es tauche auf in vollster Wonne, die ruhigste und schönste dort am Morgen scheinend Sonne. Störungen im Kamerabild, aber kein Orb. Alter Peri, hast du das gesehen? Das war rot und... What the fuck? Was zum Kuckuck war das? Also rot mit Schlieren und... kenne ich auch noch nicht. Du hast was verpasst, Flausch. Ich hab's gehört, irgendwas mit Schlieren. Ja, auf einmal waren hier die Leuchten rot und es hat gemacht. Abdruck! Alarm! Fingerabdruck! Alarm! Alarm! Foto, bitte! Also einmal J drücken und dann auf Beweise und dann... Wo ist es denn jetzt? Fingerabdruck ist da drin. Ultraviolett. Ultraviolett. Was ist mit dem Dot-Projektor? Wollen wir den nicht hier irgendwie liegen lassen? Ah, da ist er! Dot! Oh Gott. Dot! Der ist gerade durch mich durchgelaufen. Aber wir haben doch noch nicht alles, oder? Nee. Wir haben Banshee, Phantom oder Gorgio. Na toll, sind alle nicht sehr nett. Vielleicht sollten wir dann nochmal wegen Orbs eine Kamera dahin schmeißen und das Geisterbuch hole ich mal. Also, Orb habe ich nicht gesehen, aber ich hatte so eine Bildstörung. Zählt das auch? Aber das war in dem Moment, wo es bei euch auch geflackert hatte. Nee, hier geht die Temperatur wieder rauf. Es ist eindeutig das Badezimmer.
Hallo, Geist! Geist, schreib was ins Buch! Oh nein! Bin ich noch da? Lebe ich noch? Wieso ist jetzt hier... Ist hier Blut? Ist es dunkel? Was ist das? Ich hab sie... sie hat die Tür zugemacht und mir ins Ohr gehaucht! Das hab ich auch gehört! Geist, schreib was ins Buch! Oh, gefrier Temperaturen! Guck mal einmal aufs Thermometer. Ja, warte mal. Ja, wir sind bei ganzen 3 Grad. Also ganze 3 Grad haben wir noch, aber plus. Sie huntet! Geisterbox! Geisterbox! Oh ja! Schau dir den Ausriss als Beweis noch Geisterbox! Geisterbox. Ein Phantom. Und deine Phantom ein Kriegel. Oh Gott! Das war schon klar. Oh Gott, er handelt schon wieder? Nein. Ach Gott. Boom. Also Phantom? Du hast die Karte mitgenommen. Flauschi, wenn wir losfahren können, schmeiß mal die Karte oben auf das Dings, wenn du Phantom eingekreist hast. Auf den Tisch. Auf den Tisch, ja, ich habe Wortfindungsprobleme heute irgendwie. Yes. Gut, wir können los. Okay. Are you ready? Yes. Cheese. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir hatten recht. Ja. Gott sei Dank. Neues Level freigeschaltet. Oh, fast Level 7. Oh, ich bin Level 8. Ich kann endlich ein Kruzifix kaufen. Ich bin 2. Ja, Kruzifix. Die Kruzifix. Oh. No, das ist so cute. Also, wenn ihr nicht... Wollt ihr noch eine Runde machen? Sonst würde ich an der Stelle kurz cutten, weil mir mein Hals langsam wehtut. Wie du möchtest. Eine würde ich noch mitmachen, je nachdem. Wie du magst. Jo. Ich habe Zeit, der Kater hat mich wieder verlassen, ansonsten läuft Fußball. Der Kater hat mich verlassen. Jo. Dann machen wir doch noch einmal Edge Speed Road. Oder wollt ihr ein Farmhaus? No, nee. Ich kenne alles nicht. Kein Farmhaus? Das ist das schlimmste Ding auf der ganzen Welt. Ich weiß, ich sterbe da auch immer. Oh, ich weiß einfach nicht, wo ich da hin soll. Ich hasse es. So, alles ist drin. Wir können auf bereit und dann ab geht's. Ich bin bereit. Auf geht's. Hier ist es kalt. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. New intel. Reports of light switching. Possibly harmless. Light switching. Be careful out there. So, Flashy, was möchtest du? Hat einer schon das Mikrofon? Nee, das ist hier. Nee, ich hab welches Thermometer und Geisterbox. Quatsch, EMF. Das große da oben. Das hier? Ja. Oh. Dann nehme ich die Cam diesmal mit und. Ja.
die Box. Er reagiert wenigstens auf alle und heißt Joseph Clark. Ach, Joseph. Das war ja auch mit dem Namen, ne? Wenn man den öfter sagt, dann dreht er doch durch, ne? Ja. Okay. Und was macht ein Zombie, wenn ihm eine Frau gefällt? Erzähl. Er wirft ein Auge auf sie. Iu! Ist hier gerade schon irgendwas durch die Gegend geflogen? Wenn ihr Licht anmacht, kann ich keine Orbs sehen. Ich mach kein Licht. Sorry, ich bin Schisser. Wie benutze ich denn dieses Mikrofon eigentlich? Keine Ahnung. Mit rechts müsstest du es, glaube ich, anmachen können. Low und High. Gott, das ist ein Schneefall da draußen. Hör dann noch weniger, wenn ich es angemacht habe. Eure Schatten sind manchmal gruseliger als... Halt! Lichter einmal aus! Ja, wir haben ein Orb! Oh Gott, hier schon, ja? Ja, die Garage ist es. Ich habe einen 1er-Ausschlag. Ein 1er-Ausschlag? Ein 1er-Ausschlag. Ein 1er-Ausschlag. Wie alt bist du? Bist du hier? Möchtest du mit uns sprechen, Herr Clark? Der Josef. Anscheinend nicht. Lassen wir mal da liegen. Josef. Gosh, ist das hier drin warm? Wirklich der Star? Soll er wirklich da drin sein? Theoretisch ja, wenn da Geisterorb ist. Der ist ganz schön schüchtern. Ja. Wenn ich mit diesem Mikro hier aufnehme, habe ich das Gefühl, ich habe Oropax in den Ohren. Der hat noch nichts touchy-touchy gemacht. Aber atmen kann er gut. Was war das? Irgendwas hat er gemacht. Das klang ein bisschen wie so, als ob er irgendwas zerschlitzt hätte. Oh, warte, warte. Wir haben vielleicht gefrierte Temperaturen. Es wird gerade arschkalt hier drin. 4 Grad. Na gut, es ist Winter, wir sind in der Garage. Bist du hier? Ich glaube nicht, dass er mit uns sprechen möchte. Nee. Ah, besser. Gib uns ein Zeichen. Keine Gefriertemperaturen, das sinkt nicht weiter. Ich sehe meinen Atem. Hallo, Geist!
Hi, ihr Bims. Sag mir mal, wie es dir so geht. Hat er gerade die Dinger angetatscht? Du kannst in die Geisterbox sprechen, wenn du was zu sagen hast. Oder du schreibst es auf. Kommt drauf an, ob du ein Analphabet bist oder eben nicht. Also wir haben Werdezeuge eines Geisterereignisses, aber immer noch dieses Zeichen paranormales Geräusch mit dem tollen Mikrofon, was ich habe, ob das funktioniert. Oh. Doch, jetzt habe ich was gehört, ihr auch? Nein. Ich habe es aufgezeichnet, er hat irgendwas gesagt. Aber ist denn nicht Geisterbox, oder? Nee, das war ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon. Macht mal eure Taschenlampen aus. Sonst funktioniert dieser Dock nicht. Kann mein Atem sehen. Gib uns ein Zeichen. Komm, zeig dich. Joseph Clark. Sie ist lebensmüde. Josef? Bisschen. Josef! Also ich sehe auch Maria. Kein Dot. Ich hab den mal jetzt hier... Ich dachte schon, jetzt ist da einer, aber nein, das ist ja... Tini. Das EMF schlägt aus. Josef? Bist du's? Oh, wir haben Minustemperaturen. Nee. Atem zählt nicht. Ja, hast du? Ja, -3. Kannst ja nochmal drauf gucken. Vielleicht habe ich mich auch verguckt, aber. Oh, das war jetzt kurz vor 5. Jo, schreib mal was im Buch jetzt, wo du hier bei uns bist. Eindeutig minus, ja. Also wir haben Geisterorb und wir haben Gefriertemperaturen. Tja, dann haben wir 4 Stück zur Auswahl. Tja. Wir haben auch 4 Sachen hier. Hier. Lass mich mal nochmal watscheln. Also ein Revenant ist es, denke ich, nicht. Ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Das glaube ich nicht. Ein Jurai ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses stärker Einfluss auf die Sanity von Menschen. Ah, er hat die Tür angetatscht und? Ja. Nee. Nix zu sehen. Schon wieder? Ja. Jetzt gibt er aber Gas. Er gibt eindeutig Gas. Oh. Falls wir uns gleich nicht immer hören, die ersten 3 sind's nicht. Vertiefen, auf einmal höre ich es klopfen und flackern und denke, oh mein Gott, nein. Ja, der war bei mir, meine Sanity ist auf 10, eure ist noch bei so 20. Okay, was ist es nicht? Es ist kein Revenant, kein Jurai und bei Hantu war ich gerade stehen geblieben, glaube ich. Okay, warum sind die ersten nicht? Weil, warte. Achtung! Ja. Ausschlussverfahren. Ich habe mir durchgelesen, was die gönnen und was die machen, und das kam mir nicht realistisch vor. Ah, ich geh ins Klo.
Oh mein Gott! Wer hat da geschrien? Oh mein Gott! Nee, es leben noch alle. Also. Der ist gerade mir hinterher die Treppe hoch. In einem Schrank drin und er macht die Tür auf vom Schrank und verschwindet in dem Moment, wo er die Hände nach mir sozusagen ausstrecken könnte. Oh, ich hoffe im Klo. Also, ein Revenant ist es nicht, weil es steht, wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächend versteckt man sich, so bewegt er sich sehr langsam. Und er hat halt nicht ins Geisterbuch geschrieben. Ich wollte gerade sagen, komm aus dem Haus raus, aber er hat es. Ey, tschüss. Oft sehr spät. Hm. Also ich... Ja, moin! Hallo, Flauschi. Ich würde das so machen, jeder entscheidet für sich, ob er Revenant oder Onryo reinschreibt und dann fahren wir. Ja, ich habe jetzt gewählt. Du hast gewählt. Flauschi, hast du gewählt? Nee. Noch nicht. Ich glaube, sie ist noch dabei. Mhm. Das Bild ist leider einfach weg. Ich liebe das mit dem Licht, dass das anfängt wieder zu leuchten, wenn man es schüttelt. Ja gut, dann ich glaube, ich war mit der Sanity noch nie so weit runter. Nee, also hier steht die Geisteraktivität ist bei 3. Nee, guck mal. Ist das eine Kamera, die da runtergefallen ist, oder was? Ich glaub schon. Wer hat die denn da hingeworfen? Ist das in der Garage? Ja, ne? Ja, das ist in der Garage am Boden. Party hard. Ach, das Auto ist an. Er hat das Auto angemacht. Ach okay, so. Flauschi, du hast ausgewählt. Okay. Schickes Bild. Was hast du denn da genommen? Ist weg. Schiete. Ein Hund! Oh! Guck mal. Oh. Ja gut, dann fahren wir. Auf Wiedersehen heute raus. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt, ob es Revenant oder Onryo war oder was ganz anderes und wir einfach nur total doof waren. Welcome back. There's some jobs ready for you. Was? Ein Jura. Wie soll... Was? I don't get. Wieso das denn? So ein Jurai. Der hätte Geisterorb, Gefriertemperaturen und Dots-Projektor gehabt. Aber, aber dort war ja nichts. Dann Jurai ausgeräuchert. So wird er für eine längere Zeit jegliche Bewegung einstellen. Ja, gut, aber wir haben ja, können ja noch keine Räucherwerk kaufen. Nee, und wir konnten, haben auch nicht geguckt, ob er einen stärkeren Einfluss auf unsere Sanity hatte.
Das ist auch schwer zu sagen, ne? Weil die nimmt einfach generell komplett ab, ne? Ja. Schade. Bei mir gehst du in der Luft. Ja, jetzt nicht jetzt mehr. Nicht mehr. Oh, herrlich. Oh.